Und vielleicht müssen wir uns doch zum dritten Mal auf einen solchen gefasst machen. Aufschlag, Boris Becker erstmal. Bitte. Null 30, la 30. Jetzt wird's mulmig, liebe Zuschauer. 5 beide, 0-30. Zwei Sätze für Agassi. Bitte. Danke sehr. Zwei Breakbälle für Andre Agassi. Bitte. Bitte schön. Unvorbereitet nach vorne und zum wievielten Mal eigentlich passiert ihn Andre Agassi, der nun alle Chancen hat, nach dem Seitenwechsel hier alles klar zu machen. Hier haben Sie noch mal gesehen, wie Boris Becker unvorbereitet nach vorn gekommen, passiert wird. Und das ist der dreimalige Wimbledon-Sieger. Man merkt ihm da noch nicht allzu viel Resignation an, aber es sieht natürlich jetzt ganz schlecht aus. Nun braucht er einen Break, um in den Tiebreak zu kommen. Andre Agassi hat hier eine Riesenpartie gespielt. Vor allen Dingen hat er es konstant durchgehalten. Sein aggressives Spiel, sein variantenreiches Spiel. Und nun schlägt er auf zum möglichen Matchgewinn. 7-6, 7-6, 6-5 aus der Sicht
des 19-jährigen Amerikaners aus Las Vegas. Danke sehr. Noch drei so Dinger für uns. Bitte, bitte schön. Fort. Fünf sind beide. 15 all. Bitte, 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 gentlemen, ladies and gentlemen, players are ready, please. 15:30. Ein klasse Lob, schwer zu schlagen, aus vollem Lauf. Die Olympiahalle tobt. 15:40. Kann Boris das hier noch hinlegen? Er hat jetzt zwei Breakbälle zum 6-Beide. Für Boris. Jetzt kann man ruhig mal Daumen drücken zu Hause, liebe Zuschauer. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Ball. Ja! Break und Tiebreak. Es ist nicht zu fassen. Auch der dritte Satz zwischen Boris Becker und Andre Agassi